Ich bin gleich von da gekommen, weil ich da schon stand. Ich kam so rein, nicht? Wenn ich da gestanden worden wäre, wäre ich von da gekommen. Aber ich sagte mir, sei's drum, nicht? Also, komm von da, Junge, wenn du da schon stehst, nicht? Wäre ja albricht gewesen, wenn ich jetzt extra hinten rumgegangen wäre, nur um von da zu kommen, nicht? Deswegen kam ich gleich von da. Wenn ich da gestanden, wäre ich auch von da gekommen, weil das ja so abgemacht war, dass ich von da kommen sollte. Aber ich dachte mir, komm, also von da, nicht? Wenn ich da gestanden hätte, hätte ich ja hinten rumgehen müssen, um extra von da zu kommen. Sind Sie jetzt fertig? Was? Nein. Ach, Sie, jetzt fällt mir was ein. Sind, ja? sind Sie nicht der bekannte Heinz Erhard? Ja, das ist mir bekannt. Nein, weil ich da schon stand. Drum, das ist Ihnen nicht bekannt. Ich stand da. Das weiß ich, Sie hätten auch von da kommen können, nicht? So, wer hat Ihnen das erzählt? Nein, wenn... Entschuldigen Sie mal. Was? Darf ich auch einmal... Weil müssen Sie nie Luft holen. Ich... Also bitte, schauen Sie, Sie können doch nicht einfach da reinplatzen. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Was denkt ihr euch eigentlich, was? Ich weiß, was die sich denken. Ja? Ja? Die denken sich, der hätte auch von da kommen können. Aber weil ich da schon stand, ist gut, ja. Kam ich von da, sonst wäre ich ja hinten rum. Ja. Und es ist so glatt ist es. Draußen. Nicht? Und es wäre da nicht so glatt gegangen. Aber jetzt stehen Sie hier. Ja. Und wenn Sie schon hier stehen, dann müssen Sie doch das Publikum begrüßen, nicht? Ah ja? Ja, es gehört sich. Ja. Grüß Gott. Mein Vater ging fast genauso oft aus wie unser Ofen. Und der hatte einen Hund. Er war eines Hundes teilhaftig. Und dieser Hund bellte vorne, nicht? Und außerdem hatte er noch einen Papagei, der konnte sprechen. Und eine Eule hat... Eine Eule! Ich bin wieder ein Schelm heute. Nee, also eine Eule. Und diese Eule, die konnte nachts gucken, nicht? So, ruhig. Sizilium. Und das wäre sehr wichtig, wenn ein Einbrecher nachts hineinströmte, dann sah die Eule den, nicht? Hier. Dann weckte sie einen Papagei und der sagte dem Hund, dass er jetzt bellen muss. Und nun hören Sie etwas Längeres, obwohl es auch von mir ist. Es handelt sich hierbei um... wieder ein Schelm heute, ne? Also... Ja. Ich trage mein Haar heute offen. Also, ja. Es ist so... Eine Ballade aus dem Jahr 1106, 1116, Ritter Phipps. Ja, die geht so ungefähr. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Phipps in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt. Wonach, verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Noch zum Abschied ein kleines Werk, das vielleicht schon einige von Ihnen kennen, aber das macht so gut wie fast gar nichts. Das, hoffentlich kann ich es noch. Es, der Berg. Würden sämtliche Berge
der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Das wird spritzen.